Moin, moin und herzlich willkommen zur kleinen Überraschungsserie mit Take on Mars. Denn bei Take on Mars hat sich Ende Dezember einiges getan und ich möchte mit euch das Space Program in der Manned-Variante spielen, weil die Story mittlerweile nicht nur eine Mission hat und ich habe gedacht, wir probieren es einfach mal aus und gucken mal, wie die Story sich so entwickelt. Ich hatte schon mal reingeschnuppert und jetzt schauen wir mal, was da insgesamt so passiert. T minus 60 seconds and counting. All systems are go. T minus 30 seconds and counting. We're about 30 seconds from the launch of the Mars X transfer shuttle. We've got to go for auto sequence start. Hand off to the shuttle's onboard computer. Shuttle computer now in full control of all critical functions. T minus 15 seconds. T minus 10. 9. 8, 7, 6, all engines throttle up. 3, 2, 1, booster ignition and liftoff of the Mars X Transfer Shuttle heading for the International Space Station, where the crew will spend 5 days waiting for the arrival of the Mars Transfer Vehicle that will take them to Mars. Seconds into the flight. All systems nominal. So, und dann sind wir auf unserer ersten Zwischenstation mit dem Shuttle an der ISS angedockt. Das ist natürlich so ein bisschen Tutorial-mäßig. Meine Crew, der Roger, der Nick, der Richard und der Commander, der einfach nur Commander heißt. Und ich bin der Mark offensichtlich und ich werde mich jetzt mal in die ISS rüberschleichen. Ja, Take on Mars, wie ihr am Namen vermuten könnt, geht es natürlich in letzter Instanz darum, dass wir uns in Richtung Mars bewegen. Und ist, ich hatte es ja auch schon mal im Angezockt einige Male gefeatured und auch mal einen Zwischenstand gegeben. So ziemlich ein Mars-Survival-Game oder Space-Survival-Game, wie ihr es nennen wollt. Ja, und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, was man hier so machen kann. Und als erstes haben wir die Aufgabe, mal einen Systemcheck von der ISS durchzuführen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Mal gucken, was okay, so geht. Initiating main computer. Running init sequence. Checking basic routines. Okay, illumination system online. Checking all systems. Commander, I'm getting a warning in the atmospheric checking procedure. Just a sec. Might be a leak. Okay, we shouldn't remove our helmets for now. Possible high ratio of ammonia in the atmosphere. The issue seems to be coming from the air filtration system in the Tranquility module. Copy that, Mark. All solid copy. Until further notice, keep your suit and helmet on. Rod, do you think you could have a look at the atmospheric regulator system? Sure, Commander. I'm heading there now. Richard, please stay here and perform a detailed check of all ISS systems. Nick. Head for the Leonardo module and run an inventory of all stock. Roger that, Commander. On the way. Commander, init sequence complete. ISS systems online. Great, thanks, Mark. Would you kindly head to the Zvezda module and deploy the solar panels? We need power ASAP. Consider it done, Commander.
So, das Schwestermodul ist als nächstes dran. Wir müssen Solarpanels ausfahren. Ja, ein paar von euch kennen ja ein paar der Module wie Schwester oder wie Saya, der ISS wahrscheinlich. Spätestens durch meinen Kanal. Oder eben durch Eigeninteresse schon. Und wir schweben jetzt hier mal so ein bisschen lang. Schweben ist gar nicht so einfach. Ja gut, man kann sich halt wohl irgendwie nur an der Wand abstoßen. So, das ist ein bisschen tricky von der Bewegung her, aber so grob stelle ich mir das auch vor, dass das wahrscheinlich ist, wenn man bei Zero-G in der Gegend rumschwebt. So. Hopp. Oh Gott, da wird es aber eng. Tja, im russischen Teil sind die Röhren nicht ganz so groß, ne? Da hat man nicht ganz so viel Platz. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die Solarpanels gleich mal anbekommen. Also das Ganze hier ist natürlich ein bisschen gedacht, um die Steuerung auch kennenzulernen. Also hauptsächlich ist es hier halt mit WA und S und D, wie man es halt so kennt, und der Maus rumspielen. Mit E kann man immer Sachen auf und zu machen. Vor allen Dingen Hatches in dem Falle. Oder Docking, Schleusen. Schleusen nennt man es, glaube ich. Jo, und mal gucken, was wir noch so alles treiben müssen. Da unten ist der Computer, bevor wir dann mal in Richtung Mars dürfen. Ich interacte mal. Ah, Solarpanels. Voll Strom und so. Warum auch immer die ISS nicht bemannt und abgeschaltet war. Deployment went smoothly, no issues. Great job, Mark. The MTV will be arriving in 5 days. I want everything to be ready for its delivery. We're going to test out the docking clamps. I need you to assist us for running a depressurization simulation of the Poisic airlock. All you have to do is activate the simulation from the interior panel. I'll watch the values from here. Be ready for any eventuality just in case. Ja, also das MTV, also das Mars Transfer Vehicle, vermute ich jetzt einfach mal, sind 5 Tagen da. Also testen wir jetzt nochmal die Docking-Klammern durch, damit das alles so tut, wie es soll. So, jetzt setze ich mal hier auf. Ja, ich bin mal ganz gespannt. Es hat ja einige Schritte mittlerweile gemacht. Großer Punkt für mich war halt immer noch, warum ich Take on Mars nicht so sehr gespielt habe, dass die Ressourcennutzung beim Bau irgendwie noch nicht so wirklich implementiert war. Ich glaube, da ist auch einiges passiert, aber ich würde sagen, wir lassen uns jetzt Okay, einfach mal let's überraschen. start preparing for an EVA to get a better look at these clamps. All right, Commander. Let me get this straight. We'll do all the work while Mark will have it easy. Watch out when you're out, mate. Something happens, your life depends on me. Oh, you're right. Mark, I never told you how much I'm looking forward to going to Mars with you. Flattery won't work on me, mate. Eine gewisse Hassliebe und was natürlich witzig ist, Mark nach Mark Watney und Mars und so. Coincidence? Maybe. Also ob das so alles Zufall ist, sei mal dahingestellt. Und jetzt laden wir den Liot-Krater. Also geht wohl los. Im Jahr 2028 hat die Erde die erste bemannte Mission zum Mars geschickt. Es war das größte Unternehmen in der Geschichte der Menschheit. Ein Jahr später hat die Mission erfolgreich den Mars-Orbit erreicht. Während des Eintritts in die Marsatmosphäre ging die Verbindung zum Abstiegsfahrzeug verloren. Obwohl viele Versuche unternommen worden sind, konnte der Kontakt nicht wiederhergestellt worden. Als Resultat wurde die gesamte Crew als Missing in Action deklariert. Das ist ihre Geschichte. Na, dann schauen wir mal, was ihre Geschichte ist. Oh, das sieht nicht so gut aus. Oh. Shit. My suit. Oxygen. Where is the emergency oxygen dispenser? Come on. Okay, das war reichlich knapp. Da waren, glaube ich, noch 1 oder 2 Sekunden auf dem Counter drauf. So, jetzt hänge ich hier so. Oh, nein, keine gute Idee. Alter, was machst du da? Also ich bin noch nicht dran. Ich kann nur gucken. Oh, nicht gut. Das wirkt nicht besonders gesund. Ich hoffe, es sind noch alle Körperteile dran. Ja, geht so.
2 Minuten 47 noch. Okay. Oh mein Gott. What the fuck? What happened? Nehmen wir mal Licht an. So. Ja, was ist wohl passiert? Das sieht nicht gut aus. I gotta find more oxygen and repair my... Is that oxygen container? Yes! Nicht den. I can use it to refill my suit. Will den anderen haben. Komm her. Jawohl, so, mit I kommt man ins Inventar und dann können wir Refill Oxygen machen. Sehr schön. So, dann können wir den hier auch schon mal wieder wegschmeißen. So, mehr Oxygen. Das da hinten sieht noch vielversprechend aus. Das könnte eine Flasche sein. Jawohl. Okay. Another canister. Jawohl. I hope it's intact. Excellent. It's okay. Sehr schön. Okay, Refill okay. Oxygen. Good. Good. Enough Oxygen. Check. Now I need to patch up my suit. Okay, 8 Minuten haben wir. There must be a kit around here, somewhere. Okay, wir sollen jetzt unseren Anzug reparieren. Da oben geht nämlich ganz unangenehm Luft raus und ich habe auch da eine kurze Erinnerung an den Marsianer, aber ganz cool bisher vom Setup her. Sieht auch echt fies aus, die Trümmerwüste. Ich glaube, der Teil vom Szenario, den hatten sie auch schon. E gedrückt halten. Ah, guck mal. Suit Patch Kits. Hervorragend. Rechtsklick drauf und okay. Patch Helmet. So. That should do it for now. Okay, ich glaube, das sind 20 Minuten. Oh mein Gott, where are the others? Okay, wir haben Zeit. Hello? Anyone? Do you hear me? Bloody hell, where are you all? Oh, ich glaube, ich habe gerade keinen gefunden. Damn it. Be nightfall soon. I need a pressurized shelter to survive the night in. Think. Think! Yes. Ja. If I remember correctly, we had an emergency pop tent in our landing supplies. I have to find it. My God, I can't see anyone. Okay, also es brauchen irgendeinen Unterschlupf zum Pennen oder für die Nacht. Ach, guck mal, hier ist auch schon irgendwas. Mal gucken. Das sieht nach Wasser aus, ne? Ah, Wasser und Essen, das ist ja auch mal nicht schlecht. So. Nehmen wir mal erstmal mit. Kann man immer mal brauchen. So, was war da noch drin? Oh, ein Tank mit. Was ist da drin? Oxygen. Oxygen ist prinzipiell ganz gut. Okay, das können wir mal mitnehmen. Aber jetzt kommt ja auch noch ein Sturm, oder? I think the pop tent was stored in this section. Ah, okay. Jesus, look what's left of it. Ah, da ist es, oder? Ja, das ist das Zelt. Cool. Schmeißen wir das hier mal hin. So, also, ein Pop-Tent zum Aufstellen. Also oben rechts sieht man übrigens auch. Jawohl, wir müssen es jetzt aufsetzen. Mit den Tasten hier, Position R1, End und so weiter, kann man jetzt das Ding hier hin und her drehen. So passt es. Und Klick. Hervorragend. I have shelter now, so I better look for some supplies. Okay, Essen und Wasser haben wir auch schon gefunden. Water and oxygen for the tent if I want to survive the night. Come on, move your ass, you can do it. Haben wir auch. Dann würde ich sagen, packen wir das mal ran. Ja, sehr cool. Ich glaube, grob hier oder nach dem Zelt war das ursprüngliche Szenario auch erstmal zu Ende. Wo packt man es ran? Da packt man es ran. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es weitergeht. Okay. That should get me through the night. There's nothing more I can do now. Okay, das heißt also erstmal get rest. Pressurize the pop tent and get some rest. Okay, ja, um das nochmal zu Ende zu führen. Nach dem Zelt war das Szenario ursprünglich zu Ende und das ist jetzt weitergeführt worden. Also ich habe natürlich schon mal gesneakpeaked, um zu gucken. Oh, liegt hier noch eine Oxygenflasche rum. Eine Sauerstoffflasche natürlich für uns deutsche Bürger. Refill Oxygen, okay, dann packen wir die ein. Haben ist immer besser als brauchen. Gerade bei Sauerstoff. Und 70 Minuten haben wir auch nur noch. Aber jetzt haben wir ein Zelt, in dem wir uns wahrscheinlich aufhören können. Und ich weiß natürlich, dass es nach diesem Szenario oder nach diesem Pop-Tent jetzt auch noch weitergehen wird. Und von daher schauen wir jetzt mal, was das Spiel noch so für uns bereithält. Also, als allererstes mal verkriechen wir uns vor dem Sturm in unserem Zelt. Ah, wir müssen aus der Tür raus. Das Something sind wohl wir.
Zack. Und dann können wir hier unten mit dem kleinen Nupsi Sauerstoff reinlassen in unser Zelt. Exterior safe. Wir sind in Sicherheit. Wir haben Sauerstoff. Das hier ist so eine Anzughalterung. So, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir können jetzt erstmal uns eine Runde entspannen und hinlegen. Und dann gucken wir mal, was der morgige Tag so bringt, würde ich sagen. Nachdem wir uns ausgeruht haben. Man, how could this have happened? We followed protocol. I'm alone. I'm completely alone on this rock. My crewmates, my friends, gone. Manche Träume, auch wenn sie eine angenehme Erinnerung sind, bringen nicht immer Komfort. Von Freunden, vergangenen Ereignissen, bla bla bla, nicht mehr schnell genug gelesen. Taurus Valley auf dem Mond, 2026 stand da, glaube ich. 18-03/B. The date is the 14th of July 2026. Location Taurus Littrow Valley. Live from the moon. Today's subject, specimen 3B, batch 6. Only 2 of 8 seedlings have begun to sprout. This genotype does not seem to... This is Moonbase Alpha calling Explorer 1. Mark, do you copy? Copy, this is Explorer 1. What is it, Nick? We have a supply delivery coming in and there are some problems in the telemetry readings. We need you to get out and check if it's landed safely. So if you can suit up and take the buggy, we'll give you further instructions. I was just going through the hydroponic research. Isn't anyone else available at Base Alpha? No, sorry. All of us are assigned more urgent tasks. Simply put, you won't survive 5 minutes without me on this rock. Don't worry. When we're all on Mars, it'll be worse. Can't wait to be there. All right, roger that. I'll be on my way. Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir nach draußen, um irgendeinen Supply Drop oder sowas ist abgeworfen worden. Und wir sind wohl in einer Art Rückblick, also wenn ich es richtig verstanden habe zumindest, träumt der gute Mark davon, wie es halt war, als er, wahrscheinlich ist das so ein Trainingscamp oder sowas, ach guck mal, hier gibt es ganz viele Sachen, auf dem Mond, zumindest kann ich es mir nur so erklären, was gibt's hier drin? Betten, na schön, hier ist doch schön, hier können wir doch eigentlich bleiben. Okay, aber wir sollen irgendwie uns einen Eva-Suit besorgen. Oh, I shouldn't forget the rangefinder, could come in handy. Okay, und einen Rangefinder. Schau mal, ich würde sagen, ich nehme mir, was ist das hier? Das ist dieser Medium. Medium oder nicht Medium? Ich glaube, ich nehme den schweren, oder? Da hat man ein bisschen mehr Zeit, weil mehr Sauerstoff und so. So, das sollte ich erstmal tun. Rangefinder, alles klar. Also eine Art Fernglas mit Entfernungsmesser. Na gut, wer weiß, wofür man es mal braucht, ne? Could come in handy, hat er gesagt. Also kann das ja durchaus... Oh, Buggy fahren. Cool, Find Buggy ist unsere neue Mission. Ja, ich bin sehr gespannt auf den Mars an sich. Also eigentlich finde ich das gar nicht so toll, dass ich jetzt plötzlich auf dem Mond bin. Ich würde eigentlich viel lieber auf dem Mars umdüdeln, aber ich... gehe davon aus, wir sollen hier einfach noch ein bisschen üben, wie es funktioniert. Bevor wir auf den Mars runter sollen. Oh, es ist aber ein fieses Geräusch, so ein Airlock. Ja, aber ich bin natürlich sehr gespannt, wie es auf dem Mars weitergeht. Aber cool natürlich, das über so einen Rückblick zu machen. Und Mond ist natürlich auch nicht ganz ohne. Mein zweitliebster extraterrestrischer Ort, um sich aufzuhalten, zumindest im Kerbal Space Program. Und ich finde jetzt die Perspektive... mal nicht mit kleinen grünen Männchen, sondern mit einem großen Männchen und vor allen Dingen auch die Ich-Perspektive. Ich weiß, man kann es auch in Third Person spielen, aber ich mag es sehr, das in der Ich-Perspektive zu tun. Finde ich ganz cool. So, wir haben 2 Stunden, 3 Minuten. Here we go. I should get to base to grab some more fuel first. Okay, tanken. Alles klar. Na gut. Dann mal rein in den Buggy. Bin mal gespannt. So. Einmal geklickt. Ah, das ist okay. Also diese Monitore sind auch früher schon in den Fahrzeugen drin gewesen. Okay, wir haben eine Kamera nach hinten. Wir haben eine Karte, die ziemlich klein ist, ehrlich gesagt.
und Stats. Wir können 1,3 Kilometer fahren und wir müssen 255 Meter fahren. Ich glaube, das kriegen wir hin. Also würde ich sagen, düsen wir mal rüber zur Base. Wo war ich denn, wenn das eine Base... Ach, ich war in irgendeinem Raumschiff drin. Die Erde. Schön. So schön. Gut, dann fahren wir mal zur Base und gucken mal, was die von uns wollen. Und schauen mal. So, mit sagenhaften 13 Kilometern pro Stunde. Moonbase Alpha, I'm approaching the base. Nick, you still there? Still here, Mark. Please, stock up on fuel. It's going to be quite a long trip. Also, don't forget to take some extra barrels with you, so you won't go dry on the halfway back. A long trip. Hey, diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon. Okay. Ja, wir müssen wohl tanken. Ja, das ist 11%. Das hier fällt scheinbar sogar noch schneller, das Oxygen-Zeugs. Da müssen wir also Methan und Oxygen besorgen. Na, mal gucken, wo wir das so finden. Das scheint ja hier so die Hauptbase in A und da ist die Fuel Facility. Okay, also es scheint noch sehr Tutorial-mäßig zu sein, was wir gerade machen. So, nicht irgendwo gegenfahren. Ja, gespannt, was wir so zu tun haben. So, hier ist die Tankstelle. Ach, guck mal hier. Ach, hier ist einfach... Na, das ist ja quasi eine Tankstelle. So einfach ist das. So. Oh, fährt sich ganz angenehm, der Buggy, muss ich sagen. Und sehr schöne Lichteffekte. So aus dem Nahen ist es ein bisschen grisselig hier. Aber das mag auch sein, dass das mit dem Helmdisplay zu tun hat oder sowas. Die Weitsicht ist ganz schick eigentlich. Ich glaube, ich kann wahrscheinlich auch noch, wenn ich mir angucke, wie flüssig das so läuft, trotz der ganzen Bauteile hier, wahrscheinlich die Grafikdetails auch noch ein bisschen weiter hochschrauben. Mal gucken, ob ich in den nächsten Folgen mutig genug bin, das mal auszuprobieren. So. Achso, ich habe ja bestimmt irgendwo Behälter drin, ne? Ja. Tanken wir doch erstmal die voll. So, hier ist... Oh, guck mal, da hinten habe ich scheinbar auch irgendwie einen Laderaum, der gerade zugegangen ist. Zack. Einmal raus damit und dann, nee, wir müssen hier ran. Wie dreht man das? So. So dreht man das in die Richtung und klick. Und dann betankt er sich. Ach, wenn man langläuft, geht's auf. Okay. Ja, schön. Ich hatte mich mit dem Buggy tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht so viel beschäftigt in den frühen... Ich weiß gar nicht, war der da drin? Doch, ich glaube, ein Buggy gab es auch schon, aber ich... Bin mir gar nicht, ich bin immer nur die großen Hobel gefahren, diesen LKW und so eine Art Forschungsmobil mit Betten drin. Ich weiß gar nicht, ob das irgendeinen Namen hat. Großen Rover halt, Riesenteil. Buggy bin ich, glaube ich, gar nicht so viel. Also ich könnte mich nicht daran erinnern. Vielleicht bin ich auch mal Buggy gefahren, ich weiß es nicht. So, weiß ich nicht. Nehmen wir mal noch ein Methan-Ding mit. Hätte ich gesagt. Wenn wir schon einen Kofferraum haben, können wir den ja auch nutzen. Der ist voll, ne? Ja. So, dann nehmen wir den hier und stecken den schon mal wieder rein in den Rover. Entschuldigung, Buggy. Ist natürlich kein Rover. Zack. Und Oxygen kann auch schon mal rein. Ja, Mensch, tanken auf dem Mond macht man auch nicht so oft. Also fühlt sich auf jeden Fall sehr cool an, so vom Laufen her. Nee, das wollte ich nicht. So wollte ich es drehen. So. Ja, ich bin sehr gespannt, wie dieses Survival-Szenario weitergeht. Okay, I'm ready for the mission. So what's going on? Okay, was muss ich machen? We need you to check out the supply drops that have landed in the southern quadrant of the mission area. Our relay communication tower stopped responding and we can't get any status data from the supply modules. It would be a good idea to drive around the comms tower and check it out. It's located straight south from here, so you cannot miss it. Isn't that where the mining site's been set up? That's correct. It should be on your way. When you pass by it, you'll know you're on the right track. Head south. The supply drop zone should be in the same area. Okay, I'm on my way. See you on the dark side. Okay, ich fasse das mal kurz zusammen. Also... Ist jetzt alles richtig mitbekommen habe. Im Süden unseres Missionsgebiets sind drei, so wie es da oben steht zumindest, Supply Pots runtergekommen. Und irgendwie ist unsere Kommunikationsanlage oder sowas kaputt und wir konnten es deshalb nicht mitverfolgen,
wo genau das passiert ist. Und ich soll jetzt rumfahren und die Dinger finden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, also eine Buggy-Fahrmission. Das wird zumindest relativ entspannend, muss ich sagen. Nee, ich will das so, genau. So ist gut. Moin damit. Ich weiß. Ach nee, warte mal. War der jetzt schon voll? Ich lasse das einfach mal los. Hatte ich den jetzt schon voll gemacht? Der ist noch leer, ne? Ja. Da sollte ich. Wieso ist denn der noch leer? Ich habe doch gerade. Hatte ich den nicht gerade? Hatte ich den gerade aus dem Container? Ja, ich habe den gerade erst aus dem Container genommen, ne? Na gut, dann machen wir mal noch. Weiß ich nicht. Passt da rein. Wahrscheinlich 1 zu 2. Das, also das Oxygen hat sich auf jeden Fall schneller verbraucht. Ich nehme jetzt einfach mal zweimal Oxygen mit. Wären 10. Ich dachte, früher haben Fahrzeuge. Also, okay, das scheint jetzt auch neu zu sein, dass Fahrzeuge Ressourcen verbrauchen. Also, zumindest, falls es nicht nur eine Sache vom Buggy ist. In den alten Versionen mit den LKWs und dem. Na, wie heißt das nochmal? Rover. Ich nenne es jetzt einfach mal Rover. Ich weiß nicht, wie es wirklich heißt. Vielleicht finden wir das ja noch raus mit der Zeit. Konnte man eigentlich einfach so rumfahren, wie man halt lustig war. So, fällt das da rein? Ja, cool. Das funktioniert. Da kann man richtig stapeln. Und ich könnte mich nicht erinnern, dass man da irgendeinen Treibstoff reinpacken musste. Das macht es natürlich aus dem Survival-Aspekt her nochmal ein bisschen spannender, wenn man wirklich was dafür tun muss, dass man durchkommt. Weiß ich nicht, soll ich noch einen mitnehmen? Das müsste eigentlich reichen, oder? Jetzt habe ich, wenn wir 1 zu 2 haben, jetzt haben wir 1, 2 Methan, 1, 2, 3 Oxygen, dann brauche ich noch einen Oxygen, wenn das das Verhältnis ist. Ist jetzt aber auch nur so eine Vermutung. Vielleicht ist das jetzt auch zu viel, aber vielleicht kann ich auch irgendwie mit Oxygen dann meinen Anzug nachfüllen oder so, wenn ich unterwegs bin. Ich weiß ja, ich hoffe nicht, dass wir 2 Stunden unterwegs sind, aber man weiß es ja vorher nicht. Und vorbereitet sein ist alles. Und ich darf ja hier nicht sterben, denn schließlich habe ich es ja irgendwie bis zum Mars geschafft. Oh. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob ich das hier alles überlebe in meiner Trainingsmission und es tatsächlich bis zum Mars schaffe. Jetzt müssen wir aber vorher noch alles zusammenpacken. Ja. Da so ist noch eine Lücke. Oder da so. Oh, das ist nicht so einfach. Kommen wir da so rein. Na? Oh, 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 oh. Oh, jetzt ist es kaputt, mein Gitter. Naja, ich hoffe, es wird irgendwie halten. Habe ich direkt mal das alte Supply-Gitter kaputt gemacht. Ich hoffe, da fallen mir nicht meine Sachen raus. Vielleicht lasse ich den lieber hier. so. Und jetzt schauen wir mal, ob man das noch fahren kann, ohne dass ich jetzt unterwegs meinen ganzen Scheiß auf dem Mond verteile. Wir müssen nach Süden. Süden ist laut meiner Kompassanzeige da unten, da hinten. Dann machen wir mal jetzt die Rearcam an. Einfach nur, weil ich neugierig bin, ob ich gleich alles verliere. Oder warte mal, man kann. Jawohl, ist immer noch C, die Kamera. Es scheint zu halten in meinem Kofferraum. So, das ist grob Süden. Okay, dann würde ich sagen, los geht die wilde Reise und wir schauen dann mal in der nächsten Folge, denn die ist jetzt hier zu Ende, was wir so alles finden können unterwegs mit unserem Buggy, nämlich hoffentlich 3 Supply Drops, damit wir möglichst bald wieder zurückkommen in Richtung Mars. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.